Was wir nun tun wollen, ist sehr zeitaufwendig. Aus diesem Grund werde ich es wieder vorspulen. Yay! Willkommen zurück. Ich weiß, das ist lächerlich, aber es gibt keine Möglichkeit, das schneller zu machen. Ich schwöre, Alter. Was wir jetzt gemacht haben, deshalb, ich habe das natürlich nicht nur für diese Pyromancy-Schriftrolle gemacht, für den Zauber, sondern aus einem ganz anderen Grund. Und zwar gibt es da so ein schönes, so einen schönen Shortcut, der gleichzeitig auch der aus zwei Gründen wichtig ist, außer halt, um Shortcut zu sein. Den Shortcut werden wir erst viel später antreffen. Und zwar nachdem wir die nächsten zwei Bosse besiegt haben. Das wäre einmal Ceaseless Discharge und dann noch ein Dämon. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ist auch ein unwichtiger. Auf jeden Fall müssen wir ihn besiegen. Und halt auch eben Ceaseless Discharge. Vor allem Ceaseless Discharge, denn sonst geht diese ganze Lava hier nicht weg. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es schwierig ist, sich in einem Gebiet voller Lava vorzubewegen. Und wenn ihr das denkt, dann habt ihr recht. Ja. Also wir wollen zuerst Ceaseless Discharge umbringen. So richtig krass umbringen. Das sind voll die Mörder und so. Da unten, was ihr da seht, da werden wir übrigens auch noch hinkommen. Aber erstmal müssen wir jetzt Ceaseless Discharge töten. Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Wir werden es jetzt gleich sehen. Das ist wahrscheinlich lächerlich. Lavastrom-Dämon. Ja. Einfach mal einen komplett neuen Namen erfinden. Man muss ja nicht unbedingt den alten Namen übersetzen. Nö. Wir sind die Entwickler. Wir dürfen das. Glaube Takt. Sollte der so schnell sein? Ich habe kein Feuerresistenzschild, ne? Ist nicht so gut. Macht er was? Au! Ich glaube schon. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine schon, dass er was macht. Oh. Er muss es nur wieder machen. Oh mein Gott, es trifft mich sogar hier hinten? Wie das? Unfairer Shit. Hey, so trifft es mich nicht. So muss ich handeln. Okay. So natürlich nicht. Das Problem ist jetzt, die FPS bricht immer zwischendurch ein. Das heißt, ich habe gar keine Chance, hier auszuweichen richtig. Ich versuche es mal mit Block, das mehr bringt. Nö. Er geht einfach mal richtig krass durch und schält durch. Das ist natürlich nicht so schön. Aus diesem Grund gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Und dann klappt das Ganze nämlich. Ey. Würde jetzt natürlich länger dauern, den Boss zu besiegen, aber hey. Wenn ich dafür länger überlebe, ist mir das wert.
Das geht ja gar nicht so langsam. Gucken wir mal, ob es mehr Sinn macht, den so anzugreifen. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Nächsten Durchgang wird er sterben. Und das war's dann für dich wohl. Tut mir leid, Ceaseless Discharge. Du musst dran glauben. Weg ist er. Aufgepasst. Jupp, der Hauptbereich da unten ist jetzt aus irgendeinem Grund versteinert. So Obsidian und so. Und aus diesem Grund können wir da jetzt drauf laufen. Hört schon unglaublich an. Ist aber so. Was war das denn? Egal. Ich möchte mal gucken, wie viel hält das Ding noch aus. Nicht mehr so viel. Das Problem ist, da unten gibt es jetzt ein paar miese Gegner. Ein paar. Mit viel HP. Das ist eigentlich das Merkmal von allen Gegnern in diesem Bereich. Naja. Kann man wohl nichts machen. Ich schau mal. Schaut euch mal an, wie amazing das Level-Design ist. Altair. Das Spiel ist krass. Guckt euch übrigens da mal die Wurzeln an. Beziehungsweise, ja, es sind Wurzeln. Die werden später noch wichtig, ja? Also, das wollte ich nur mal so gesagt haben. Und das muss man sich wirklich mal so merken. Diese Wurzeln. Und ich werde später noch darauf hinweisen. Warum? Jetzt gehen wir erstmal hier über diesen Bereich. Da hinten sind Items. Hier sind überall Items. Gehen wir uns Items holen. Ich mag Items. Items. Ich sollte reden lernen. Das könnte helfen. Ich glaube, da hinten ging es eigentlich legitim weiter. Das ist ein Capra-Demon. Den haben wir mal als Boss besiegen müssen. Jetzt gibt es ihn als legitim, richtigen, krassen, voll krass, alter, ihr Gegner. Alter, hält ja nicht mal eine Ewigkeit eben aus. Ja, und immer nur einmal gleichzeitig kann ich ihn schlagen. Einmal gleichzeitig? Was ist denn für ein Deutsch? Einmal gleichzeitig. Ja, ich kann nur einmal gleichzeitig schlagen. Ist doch logisch. Wollt ihr überhaupt von mir? Au. Ich hasse es, wenn die Gegner mal Schläge machen, die schnell sind, mal langsamere. Dem Schlag möchte man ausweichen. Und droppst du was? Nö. Warum auch? Braucht man nicht. So, und da sind eine ganze Menge Taurus-Demon. Mal gucken, ob die über Lava laufen können. Hallo, Taurus-Demon. Natürlich können sie über Lava laufen. Wir allerdings nicht, also sollten wir uns vorsehen. Ich glaube, ich spinne. Au. Ja, der macht mal eben fast das Doppelte an Schaden von dem anderen Typen. Jetzt könnt mich mal, ey. Hi. Boah, du hast doch geraucht, Spiel. Oh mein Gott! Wie soll man dem denn ausweichen?
Oh mein Gott. Muss ganz genau timen, aber natürlich kann ich das nicht. Ich nicht! Schlägst du nochmal? Nö. Cool. Coole Sache, Bro. Oh, dieser Angriff. Ja, das ist wieder einer von diesen Angriffen, den man nicht ausweichen kann. Ich habe keine Estus-Lars mehr. Gleich. Ist schön. Ich wäre eigentlich dafür, einfach wieder zurückzugehen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Schaden kann es nicht. Dann wiederum, wenn ich hier sterben würde, wäre es nicht so tragisch. Eigentlich. Ja, komm. Scheiß drauf. Die Seelen hole ich mir ratzfass einfach wieder. Wichtig ist nur, dass ich nicht irgendwie irgendwo hinlaufe, wo nachher ein Gegner steht, weil ich gestorben bin. Ja, wieder der unausweichbare Angriff. Komm mal näher. Gut, das war einfacher als gedacht. Kommen wir mal noch ein. Zur Party. Ja, das reicht. Nein! Alter Schwede. Oh nein! Ich lebe noch. Das ist gar nicht so schlecht. Um genau zu sein, ist es gar nicht schlecht. So, nicht im geringsten und so. Ah, leider sind wir noch nicht level-upt. Oh komm, ein Gegner noch. Dann sollten wir aber level-up sein. Aber ich frage mich, ob wir einen Gegner noch schaffen. Das ist immer nur so eine Sache, ne? Schaffen oder nicht schaffen? Sterben oder nicht sterben? Man nennt das auch Überleben dann. Oh Gott. Ich hasse es, wenn er einfach mal so die Kamera dreht. Warum? Kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Ist nicht so, als würde irgendjemand das tatsächlich wollen würden. Wollen würden? Ist das Deutsch? Ist es Spanisch? Gehört es irgendeiner Sprache an? Oh, crap! Gut, dem konnte ich jetzt nicht ausweichen, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Muss ich ihn an... Oh. Okay, das war's mit ihm. Ich glaube, es reicht nicht für ein Level-Up, aber... Man kann es ja trotzdem mal probieren, ne? Probieren geht über Studieren. Außerdem, in einem Treffer bin ich sowieso tot. Naja. Ich glaube übrigens, die Gegner respawnen alle. Alle. Na, werden wir jetzt gleich sehen. Wenn sie respawnen und ich genügend Seelen habe zum Level-Up, werden wir in die nächste Area gehen. Wenn sie nicht respawnen oder ich nicht genug Seelen habe, werden wir erst noch ein paar Gegner töten müssen. Wir haben natürlich nicht genug Seele. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Ach, wir haben eine Seele. Das wiederum ist sehr schön. Yay. Leute, nur noch 9 Level. Hey. Wohl. Ich guck mal, ob ich die Hellebarde verbessern kann. Hello Bardo, nee, natürlich nicht. Dafür braucht man mal eben Tide Knight Chunks. Die habe ich nicht. Kann ich nicht mit dienen. Sorry, Pal. Ah, das dauert so ewig, hier runter zu latschen. Was soll das? Hey, die Gegner respawnen nicht. Nicht. Zum Sinne von nein. Aber der Taurus, dem da hinten respawnt, naja, soll mir eigentlich scheißegal sein. Auf jeden Fall, dann töten wir das erstmal die Kumpanen davon. Oder? Ach, scheiß drauf, das machen wir später, wenn wir das Great Observatorius haben. Wir müssen hier dann eh nochmal hin. Also macht's keinen Unterschied.
Hallo, Taurus Dämon. Ne, Capra Demon. So hießen die Dinge, genau. Die anderen hießen Taurus. Oh shit. Ah. What up? Bro, don't do that. Er hat 3 Angriffe. Natürlich hat er 3 Angriffe in seiner verfickten Chain. Und natürlich macht er diesen Angriff genau dann, wenn es schlecht ist. Er macht ihn schon wieder. Nö, dafür muss er jetzt sterben, sehe ich nicht ein. Fick dich. Fick dich. Ich mag Ficktiche. So. Keine Sorge, Leute. Bald brauchen wir die Hellebarde nicht mehr. Denn dann haben wir das Great Servatorias, das ungefähr genauso viel Schaden machen würde, wenn ich, ne? Ihr versteht schon. Ach du Scheiße, ich bin immer noch Mensch. Na, fick mich doch. Wo ist denn er? Oh! Das war mal nicht gewettet, Freund Blase. Weißt du was? Du musst jetzt erstmal da runter. Bitte runter. Dann... Hä? Das ist das Problem. In einigen Spielen hat man Rückstoß, das heißt, man wird so zurückgestoßen, wenn man stirbt. Quatsch, wenn man angreift. In dem Spiel ist es andersrum, da wird man nach vorne gestoßen, wenn man angreift. In so einem Fall ist das natürlich dann nicht so zuträglich. So, jetzt kann irgendwo die Rüstung von Kirk gefunden werden. Ach, jetzt sind wir übrigens kein Mensch mehr. Das heißt, wir haben wieder rote Beine und uns kann niemand mehr invasieren. Invasieren? Naja, halt, ne? Inversion und so. So, mein Hauptbedenken ist jetzt, meine Seelen zurückzubekommen. Ich habe nämlich ein paar gekriegt. Hey, wer es bemerkt hat. Ach, wäre das schön gewesen, mit den Seelen zum Bonfire zu kommen. Aber nein. Nö. Oh mein Gott. Fick dich, du Rolle. Verdammt! Mein Hauptproblem ist, dass ich... Ja, dass ich immer falsch angreife. Scheiß drauf, ich mach's so. Das war irgendwie am einfachsten. Warum hab ich das nicht sofort so gemacht? Ich guck immer auf die drauf, weil die droppen manchmal eine tolle Waffe. Sei einer der besten Großschwerter des Spiels. Aber wir haben ja schon das Great Servatorias, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Aber es ist immer schön, eine Waffe zu haben. Ja. Das kann man schon so stehen lassen. So, wenn jetzt hier irgendwo meine Seelen wären, wäre das perfekt. Auch perfekt wäre, wenn ich nicht sprinten würde, weil denn die Chance, dass ich aus Versehen die Taste gedrückt halte, während ich... Oder aus Versehen zweimal drücke, was dann bedeutet, dass ich sterbe. Ja, das wäre ganz gut. Was laber ich schon wieder? Egal. Hi. Du möchtest mich angreifen? Think again! Bro! Think again, bro! Think again. Oh! Oh. Think again. Können alle nicht denken, habe ich so ein Gefühl. Ich hab's im Urin. Die drehen sich immer nach mir, aber die greifen erst viel später an. Warum? Oh ja, genau. Und war auch lustig. Ich konnte auf einmal nicht mehr so zurückweichen.
Beziehungsweise die Animation kam mir viel länger vor als sonst. Naja.